Na, auf wen wartet ihr? Auf mich? Ich geh vielleicht nicht das Geld da draußen als gedacht. Wirklich? Muss ich eine Hose anziehen? Gar keinen Bock. Ach, weiß ich nicht. Guck mal, also jetzt ist es irgendwie kälter, als ich draußen gearbeitet habe. Komm, Katzi, wir gehen mal kurz raus und gucken, ob es kalt draußen ist. Ja, da freust du dich, ich weiß. Aber wir müssen erstmal dein Geschirr anziehen. Leider ist meine Brille nicht aufgeladen. Das muss ich wieder mit Handy filmen. Das nervt mich. Ja, mit Handy zu filmen ist so anstrengend. Man hat dann eine Hand nicht frei. Oder ich nehme einfach meine GoPro, aber zu spät. Jetzt habe ich Handy angemacht. Und ich vergesse immer wieder, dass es nicht... Toll, jetzt ist er am Fressen. Ich vergesse immer wieder, dass es nicht GoPro heißt, sondern Go 3 von Insta360. Ja. Herr Boche, möchtest du raus? Oder geh was essen? Ich muss gerade am Essen. Oh, Polly, was hast du denn wieder im Auge? Guck mich an. Warum ist es schon wieder am Tränen hier? Hm? Hast du wieder ein Katzenhaar ins Auge bekommen? Ja. So, Katzi, wollen wir dann jetzt? Bist du fertig mit Essen? Ja? Okay, okay. Dann komm her. Nicht weglaufen, herkommen. So, los geht's. Meine Katzos. Na los, hopp. Dann gucken wir mal, ob es kalt draußen ist. Ja. Ist auf jeden Fall frisch. Aber brauche ich wirklich eine Hose? Nee, oder? Ich habe jetzt ein Kleid an. Weiß ich nicht. Muss ich gleich mal gucken, wie viel Grad das ist. Ja gut, es sind jetzt 16 Grad. Später sollen es sogar bis zu 22 Grad werden. Ich denke, es ist okay, wenn ich keine Hose anhab. Friere ich halt ein bisschen erstmal. Oh, guckt mal, Marcel hat schon das Bäumchen eingepflanzt. Jetzt sieht das alles schon viel besser aus. Heute werden dann noch die Steine geliefert. Und dann muss die letzte Reihe der Steine aufgesetzt werden. Dann kommt da so ein Deckel drauf. Und dann kann die ganze Fläche grün gemacht werden. Ja, bin sehr gespannt. Und am 16. kommt unser Pool. Da werde ich euch dann auch mitnehmen. Der soll mit dem Kran hier reingestellt werden. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ja, was denn? Du bist doch gerade erst wieder reingekommen. Ja, warst ganz lange spazieren, bist reingekommen. Und jetzt willst du wieder raus? Das geht aber nicht. Wer hat das Stinkekissen rausgeholt? Apollo, okay. Nee, ich kann dich jetzt nicht rauslassen, weil wir jetzt wegfahren. Und genau deswegen haben wir nämlich keine Katzenklappe. Ich muss immer die Kontrolle darüber haben, was die Katzen machen, wohin sie gehen, wann sie wiederkommen. Und ja, nur mit GPS-Tracker darf Cosmo raus. Jemand hat geschrieben, so ja, habt ihr das schon dran gedacht, dass Bäume an den Zaun zu pflanzen eine gute Fluchtmöglichkeit für die Katzen ist? Ja, haben wir dran gedacht. Aber theoretisch, eine normale Katze lässt sich von so einem Zaun auch nicht aufhalten. Nur unsere, glücklicherweise. Und wir haben jetzt extra so Bäume gepflanzt, da kannst du nicht hochklettern. Diese Kirsche, die wird auch maximal einen Meter hoch und die wird auch keinen richtig großen Stamm haben. Die hier meine ich. Dann dieser Mandelbaum. Ja, wie willst du dran hochklettern? Geht nicht. Dieser rote Ahornbaum, der bleibt auch so, da kannst du auch nicht dran hochklettern. Ja, und dieser Judasbaum, der soll noch blühen. Da kommen schon ein paar Knospen. Da kannst du auch nicht dran hochklettern. Von daher, wir kaufen jetzt noch zwei oder eins. Also eigentlich will ich noch einen Kirschbaum auf jeden Fall. Aber auch Flieder. Marcel will unbedingt Flieder, er mag das. Darf er haben. Und da kannst du auch nicht hochklettern. So, das heißt, der Baum, wo die Katzen hochklettern sollten, der sollte schon sehr stabil sein. Und wir haben ja auch hinten um die Ecke einen Apfelbaum. Ah, hier seht ihr ihn von hier aus. Da. Dieses hier, das ist ein Apfelbäumchen. Und ich hoffe, dass der etwas größer wird, dass die Katzen vielleicht irgendwann drauf klettern können. Aber das dauert wahrscheinlich noch sehr, 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 sehr lange. Ansonsten kriegen sie ja sowieso einen neuen Kratzbaum, dann können sie zu Hause rumklettern. Ja, und die ganzen Büsche, die wir hier haben, das sind alles Bodendecker, die werden da auch alle eingepflanzt, damit es schön grün aussieht. Und dann
will ich noch 2 oder 3 Pflanzen auf diesem Podest haben. Das Ding ist, ich will Pflanzen, die sowohl im Sommer als auch im Winter grün sind, aber nicht winterlich aussehen wie diese kleinen Tannen oder diese zugeschnittenen Tannen. Also irgendwas, was grün ist, aber auch, ja, auch im Winter gut aussieht und im Sommer gut aussieht. Mal gucken, vielleicht kann uns ja irgendein Gartencenter da weiterhelfen. Wir haben ja noch einen Gutschein, den wir zur Hochzeit bekommen haben und auch Marcel zum Geburtstag. Den müssen wir jetzt eh einlösen, da können wir ein bisschen Pflanzen kaufen. Ui, Vögelchen. Da ist ein Vögelchen gelandet. Seht ihr den? Ganz schön mutig von dem Vogel. Apollo kriegt das natürlich nicht mit. Nein. Bin ich mir zu fein für, nicht wahr? Ja. Kosmos? Wo ist das Dämonenbeschwörungskätzchen? Ach, es ist wieder am Futtern. Ja, frechi. Yummy. Ja, dein Bruder hat uns heute Nacht wieder nicht schlafen lassen, ne, Apollo? Hat den ganzen Abend und die ganze Nacht Geister beschworen. Hallo Freunde, wir haben uns gerade im Baumarkt ein paar Pflanzen ausgesucht, deswegen kommt dieses Video auch ziemlich spät, aber ich zeige euch heute noch, welche Pflanzen wir mitgenommen haben. Und da gab es eine dabei, der Verkäufer, der ist da immer so nett, ne? Boah. Heute waren alle so nett, also irgendwie, egal wo wir heute waren, so zuvorkommend, so lieb, so nett, das kennt man eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Wenn du irgendwo hinkommst, dann wirst du nur angeblafft und unfreundlich behandelt. Aber heute ist so ein schöner Tag, das ist echt unglaublich, wie nett die ganzen Leute waren. Und obwohl sie Stress hatten, obwohl sie viel Arbeit hatten, das ist echt, echt Wahnsinn. Unglaublich. Kennt ihr das überhaupt? Also ich kenne es normalerweise nicht. Normalerweise kenne ich das nur so, dass man so recht schnell abgespeist wird oder dass man sogar unfreundlich wird, aber dass man so ausgiebig beraten wird irgendwo und dann auch noch an mehreren Stellen, also in verschiedenen Geschäften. Jetzt waren wir jetzt zum Schluss bei Stanze. Hier war der Verkäufer so nett, der hat uns so gut beraten und wir haben eine Pflanze mitgenommen, die soll dann nächstes Jahr so Beeren kriegen. Ich habe vergessen, wie die heißt, aber ich habe eine der Beeren probiert und die war echt lecker, das muss ich schon sagen. Und die soll sehr freundlich für Bienen und Hummeln sein. Ich hoffe nicht für Wespen, das wäre nicht so cool. Und ich hoffe, dass die Katzen davon absehen werden, die Bienen dann zu jagen. Es hat jemand in die Kommentare geschrieben, Schmetterlingsflieder wäre gut. Also Marcel holt jetzt noch einen Fliederbusch, aber ich weiß nicht, ob das Schmetterlingsflieder ist. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Und das ist übrigens die Brille, mit der ich sonst immer filme. Hier ist die Kamera drin. Aber momentan filmt das nicht, weil sonst würde das leuchten. Und es wurde gefragt, ob ich mir damit auch zufrieden bin. Ja, mir gefällt aber nicht, dass sie nur 1 Minute am Stück aufnimmt. Dann muss man wieder auf Knopf drücken. Und wenn man lange drückt, dann macht sie ein Foto. Man kann damit aber telefonieren und auch seine Nachrichten, seine WhatsApp-Nachrichten abhören zum Beispiel auch. Aber es ist alles momentan noch auf Englisch. Deswegen, der kann natürlich dann keine deutschen Nachrichten vorlesen. Hört sich dann komisch an. Und ja, die Bildqualität, wenn man reinzoomt, sieht man schon, dass das nicht so gut ist. Aber für meine Zwecke reicht das vollkommen aus. Ansonsten... Ja, mir gefällt es natürlich, dass man auf Knopfdruck sofort aufnehmen kann. Dann verpasst man keine Momente mehr. Aber es gibt die halt nur in dieser Form oder in so einer runden, die mir gar nicht gepasst hat. Ansonsten, so, es ist okay. Ich sag mal, Brillen sind sowieso schon schweineteuer. Und für 350 Euro oder was die gekostet hat, glaube ich 350 Euro, es ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja, doch, kann man schon machen. Ob ich mir jetzt so eine Brille kaufe oder ob ich mir eine Kamerabrille kaufe. Das nimmt sich vom Preis her tatsächlich mittlerweile nichts mehr.